Leute, was geht ab, Leute? Junge? Es gibt wieder Ramen. Der selbsternannte Ramen-Experte ist wieder am Start. Der Laden hat erst vor einem Monat aufgemacht, hat das Teambewertung. Müssen wir natürlich direkt abchecken. Unsere Rangliste muss aktuell bleiben. Hier hinter mir übrigens der Bordeaux-Platz. Das war mal ein Pokémon Go Hotspot. Apropos Pokémon Go Hotspot. Ein neues Go-Spiel ist rausgekommen. Monster Hunter Now heißt es, glaube ich. Tati spielt's. Wir schauen mal rein, glaube ich. Wir sind hier übrigens in Heidhausen, sehr schöne Gegend. Und die Stammzuschauer werden Melder kennen. Endlich wieder back in the town, warte. Yes. So, schauen wir uns noch mal die Bewertung an, solange wir warten. Es sind ja erst 7. Toller neuer Ramenladen. Für mich die besten Ramen. Okay, übertreib. Richtig lecker. Charmante Einrichtung, freundlich. Ja. Tolle Ramen, gut aussehendes Restaurant. Für unsere letzte Mal in München brauchen wir ein gemütliches Essen. Oh, nur 3 Sterne. Ich habe auf authentisch Japanisch gehofft, aber das Lokal ist vietnamesisch. Ja. Sehr oft ist es vietnamesisch. Die Ramen waren enttäuschend. Oh, dünne Brühe, keine guten Nudeln. Weit entfernt von Japanisch. Oh no! So, sieht doch geil aus. Sieht echt geil aus, Leute. Sonne hier blendet ein bisschen. Das ist nicht so geil. Chicken extra. Probieren wir mal ein bisschen. Ich muss mich umsetzen. Es gibt keinen extra Ramenlöffel. Ich muss das hier mit schlürfen. Das ist schon mal ein Mangelpunkt, kleiner Mangelpunkt. Die Sonne ist zum Glück wieder weg, blendet jetzt nicht so. So Brühencheck mit dem normalen Löffel. Kann man machen, kann man machen. Mit dem Fleisch. Es sieht gut aus. Sieht schön zart. Mein Gott, das Fleisch sieht echt gut aus. Schmilzt im Mund. Yes. 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 Schick mir die Nudeln ab. Okay. Guter Biss. Mhm. Also auf jeden Fall keine Katastrophe. Ganz, ganz oben natürlich auch nicht. Aber super solide hier. Super solide. Das Ei. Das Ei noch super schön flüssig. Boah, das Ei sieht gut aus, Mann. Bambus, ich liebe Bambus. Digga, nur der Löffel langweilt mich, Mann. Weil da kannst du nicht so viel Brühe aufnehmen. Check das Chicken ab, Leute. Bisschen flüssig machen. Ehrlich gesagt nicht erwartet. Die sind sehr, sehr gut. Oberes Mittelfeld, safe. Besser als Takumi, safe. Schuss auf Takumi, Mann. Digga, Takumi hat so viele Fanboys. So. Hier ein bisschen einweichen. Aber die dürfen halt nicht zu weich werden. So. Schaut euch die Seite an, warte. Ich liebe das.
Wenn du so einen Mund nimmst, ist so zart, Mann. Deswegen ist Yuzumuk auch letzter Platz, das war so zäh. Die Chefin war gerade da. Ich hab gefragt, wie lange die schon aufhaben. Die meinte, erst seit einem Monat. Gefragt, ob es Werbung gibt. Ich so, ja, klar, der Laden ist gut. Also, ich will es nicht faken, ich habe es nicht ausgetrunken. Aber nur, weil ich voll war, ich habe extra Topping bestellt. Also die haben zwei Flächen. Eins ist für normal vietnamesisch. Aber jetzt beginnt auch so langsam die Mittagszeit. Ich hoffe, das füllt sich hier noch. Das Essen ist gut genug, um dass man hier vorbeischaut, auf jeden Fall. Also die sollen hier nicht pleite gehen. Dafür sind die Rahmen zu gut. Pokémon Go Spieler. Das war ein Pokémon Go Spieler. Also ich kenne ihn nicht, aber ich habe es an der Handbewegung gesehen. Außerdem hat er zwei Handys. Also was mir aufgefallen ist, das Interesse ist da, das Interesse ist am Start. Viele Leute gehen dahin und schauen sich die Speisekarte an. Aber, das kommt ihnen dann doch ein bisschen zu fremd vor. Wie, was ist Ramen und so? Nudelsuppe? Hä? Keine Ahnung, was sie sich denken, aber das Interesse, sehr viele Leute sind hier vorbeigegangen und dann hierher und haben sich mal durchgelesen, was es hier so gibt. Aber keiner von denen ist hier hängen geblieben. Das ist schade. Das ist leider schade. Also Ramen haben sich, glaube ich, noch nicht so etabliert hier in Deutschland. Obwohl mein beliebtestes Reel alle Ramen Münchens ist. Ich glaube, das ist von Inazuma Eleven. One Piece. Pokémon, SpongeBob, The Rock. Hä, wie geil, Mann. Und die sind alle so labetrieben. Oh, Demon Slayer. Achso, den hat sonst Christoph. Hä? Richtig random, weil das ist nicht mal ein Laden oder so. Da wohnt einfach jemand. Dieser DM und dieser Edeka haben übrigens auch Sonntag offen. So ein Münchner Geheimtipp. Feedback von Tati zu Monster Hunter. Echt geiles Spiel. Haben die wirklich gut gemacht. Werde jetzt nicht so spielen wie bei Pokémon Go, aber so für zwischendurch mal. And nice. Es hat echt Potenzial, aber bin mir nicht so sicher, ob das so viele spielen werden. Denke, man bekommt Probleme alleine, wenn man die ganzen krassen Monster kommen. So sieht das aus. Ich habe jetzt auch nicht viel gespielt. Ich bin, glaube ich, leider Team Rot. Ich habe einfach auf das erste geklickt. Ich habe es nicht wirklich gelesen. Jäger bin ich und die sind irgendwie rot. Was ganz cool ist, ist halt das hier. Dein Niantic-Profil. Dann siehst du, welche Spiele du so hast. Monster Hunter heute gespielt. Pokémon Go heute gespielt. Level 50, Team Instinct. Polydot. Nee, Polydot. Irgendwie sowas vor 2+ Tagen und Ingress, der steht nicht wann, aber Jahre her wahrscheinlich. Ja, safe 3-4 Jahre. Und dann hier alle meine Niantic-Freunde und dann kannst du auf deren Profil klicken und dann siehst du, was die so alle spielen und seit wann die einen Account haben. Das Spiel an sich sieht echt nicht schlecht aus. Ich habe Monster Hunter halt gar nicht gespielt, deswegen habe ich so gar keine Ahnung. Schreibt gerne unten in die Kommentare, ob ihr wenigstens mal reingeschaut habt und wie ihr das so findet. Ich kann es mal die nächsten paar Tage so ein bisschen zocken und dann gibt es ein Update, aber ich glaube, nichts kann vor allem den nichts kann Pokémon Go ersetzen und nichts kommt an Pokémon Go ran und nichts kommt an Pokémon Go 2016 ran. Das war ja das Kranke. Alle anderen Go-Spiele haben sich nicht so gut entwickelt. Ansonsten Ramen-Ranking. Das sind die 13. Ramen in München. Die ganze Liste findet ihr unten in der Beschreibung. Und die Ramen heute waren sehr gut. Ich setze sie auf den geteilten 4. Platz mit 7,5. Brühe war solide, sehr gut und das Fleisch war sehr zart, weich, ist im Mund zergangen. Genauso wie ich es mag, darauf stehe ich. 7,5 ist stabil. Geteilter 4. bzw. 5. Platz. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi, Crypto Cash, Begin Again, jeden Tag tracken, CS Business und ciao.